So, hier ist nämlich die Küche. Hier habe ich halt so ein bisschen verfeinert. Hier fehlt noch ein Stuhl. Hier habe ich die Küche halt ein bisschen umgeändert. Die Oberfläche passt zwar nicht zu denen da hinten, aber das war mir dann Tatsache irgendwo egal. Hier an der Wand könnte halt noch was hin, aber ich glaube, das passt zuerst mal. Hier kommt jetzt einfach ein bisschen Nahrung rein. Die Truhen oben zu entlasten. Wo ich einmal hier bin, kann ich kurz Essen zubereiten. Das ist einmal wieder für die Vögelchen. Auf der Ebene. Also nicht auf der Ebene, sondern in dem Ding. Und dann werde ich einmal für uns was kochen. Einfach damit wir ein bisschen was haben. Wenn wir gleich ein bisschen sammeln gehen. Bratfisch mit Pommes. Oh ja, komm. Bratfisch mit Pommes. Das war nun Stufe 4er oder 4-Sterne-Gericht, aber egal. Okay. Dann habe ich erstmal ein bisschen Essen. Und die restlichen Sachen packe ich dann woanders hin. So, hier hat sie nicht viel getan. So, dass ich hier so ein Pflänzchen reingepackt habe. So ein Tischchen. Sonst hat sich hier nichts geändert. Hier ist jetzt ein Schlafzimmer reingekommen. Und mit Fensterchen. Einer nutzlosen Tür. Dann ist hier quasi noch so ein Lager. Hier könnte ich eigentlich dann quasi die ganzen Questgegenstände und so reinpacken. Hier hat sich dann auch nicht so viel verändert. Und oben, also hier, habe ich nur die Säule und das hier hinzugefügt. Werde ich dann aber irgendwann nochmal wegmachen, um mir die halt nochmal nachzukaufen. Hier kommt dann eine zweite Küche rein. Hier wollte ich, glaube ich. Stimmt, ich weiß wieder, was ich hier machen wollte. Kann ich ja mal fix machen, wenn wir gerade hier drin sind. Wie gesagt, wenn ich dann manche Sachen halt wieder brauche, muss ich es leider erst einmal wieder einpacken. Dorniger Kleiderschrank, dorniger Kamin. Es kommt ins Schlafzimmer, genauso wie das dornige Bett. Nee. Wo war es denn jetzt?
Der magische Spiegel soll jetzt an die Wand. Hier könnte nur so ein Seelenbrunnen rein, aber. Nee. Können die ganzen Halloween-Sachen quasi gelagert werden? Das sind schwebende Kerzen. Okay. Das ist nicht ganz perfekt eingerichtet, aber ein bisschen. Wie gesagt, wenn ich sein komplett einrichten will, brauche ich eh noch mehr Sachen. Das heißt, ich muss dann eh bei Dagobert kaufen. War hier was drin? Nee. Hier hatten wir noch nichts. Dann einmal hier hin. So. Funktioniert mittlerweile das Gießen eigentlich wieder? Irgendwie ging das ja eine ganze Weile nicht. Und das geht gar nicht mehr. Wenn wär's mies. Bereue ich es nämlich wirklich, dass ich es nicht eher gemacht habe. Aber ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Falls das einer weiß. Können wir uns gern mitteilen. So lange, wie das mittlerweile dauert. Meistens wäre jetzt schon irgendeine Erinnerung aufgetaucht. Und daher. Nee, funktioniert nicht mehr. Werde ich dann bei Zeiten mal alles entfernen. So, das kann damit rein. Dahin, das kann dahin. Mit dem Buch können wir dann auch noch was machen. Ich glaube, ich weiß nämlich mittlerweile, wofür man es braucht. Und zwar hatten wir ja
Hier nicht, hier ist tatsächlich. Oh mein Gott, ich bin an dem Essensraum vorbei. Schande über mein Haupt. Und zwar da, wo dieser Geheimraum war, war, glaube ich, noch eine Tür. Vielleicht. Da ja was rein. Sonst glaube ich, dass da eine Tür war. So, Vajan ist hier leider nicht. Aber dann gucken wir erstmal ins Schloss. Ach, hier hinten war es ja. Die Steinchen. Man kann die leider nicht mitnehmen. Schade. Hier. Werkbank. Hier sind sogar noch Kisten. Ganze 3 Stück. Das muss man erstmal gesagt bekommen, dass da was ist. Wintersonnen haben wir hier noch nicht, ne? Ne, das wird dann wahrscheinlich erst am 6. kommen. Na gut. Hätte ich ja schön gefunden. Und wieder raus. Durch mit Vajana. Mutter Gothel und dann einmal in sein Schloss. Sind auch noch so viele Nachtdornen. Ja gut, aber war noch lange nicht mehr online. Muss man ja dazu sagen. Und gleich muss ich gießen gehen. Ein kleines Schloss. Okay, du stehst im Weg. Oh, schick. Nur sehr, sehr klein. Dafür, dass er reich sein soll.
Okay, Vajana ist da oben. Hier ist da. Vajana. Ja. Wofür ist die Steinplatte? Nun, ich habe eine etwas seltsame Frage an dich. Sicher, was gibt es? Ich möchte, dass du diese Steinplatte festhältst und mir erzählst, wie du dich fühlst, wenn du auf dem Ozean segelst. Na gut, das ist ein bisschen seltsam, aber ich rede immer gerne über das Segeln. Wenn ich auf dem Meer bin, mit der salzigen Luft um mich herum und dem Wind in den Segeln, auf dem Horizont zusteuere, dann weiß ich, dass ich dort zu Hause bin. Das ist das schönste Gefühl der Welt. So wie du es beschreibst, klingt es wirklich toll. Ich will auch segeln. Bin mir sicher, dass es dir gefallen wird. Hey, die Steinplatte, die du mir gegeben hast, sie fängt an zu leuchten. Heißt das, ich war eine Hilfe? Ja, es hat geklappt. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der schäumende Wut hat. Schäumende Wut, Ursula. Schäumende Wut. Nun, Ursula wird ziemlich wütend, wenn man Ariel in ihrer Gegenwart erwähnt, sage ich ja. Ursula, das ist eine großartige Idee. Weil Ursula auch der ideale Gesprächspartner ist. So, wo tun dann Riel jetzt rum? Da. Alle drei in einem Gebiet. Hi. Hier. Eriks Flöte. Das ist Eriks Flöte. Er hat auf ihr gespielt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Woher hast du sie? Wird uns das helfen, ihn zu retten? Merlin hat mir gesagt, wie man Erik retten kann. Halte die Flöte, stell dir Erik in deinem Kopf vor. Ruf seinen Namen dreimal, dann küsse ihn. Ich hoffe, es funktioniert. Das hoffe ich auch. Erik. Erik. Erik! Und jetzt werde ich ihn küssen. Es geht los. Oh, Erik, ich hoffe, du kannst spüren, wie sehr ich dich liebe. Bitte komm zu mir zurück. Ich Also, bin von Erik. wirklich dankbar für deine Hilfe. Oh mein Gott. Ich muss ja sagen, Erik ist tatsächlich nicht mein Favorite. Boy. Okay. Ja, ich möchte gerne speichern. Danke Servus. fürs Vorbeikommen. Ist es wahr? Bin ich wirklich wieder ein Mensch? Das bin ich und das habe ich dir zu verdanken. Ich weiß nicht, wie ich es dir jemals vergelten kann. Oh, und hey, nur damit du es weißt. Ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein und bin in deinem Rucksack herumgerutscht. Klingt weird. Du solltest das Ding wirklich einmal sauber machen. Ja, ich weiß. Moment mal, wo ist Ariel? Geht es ihr gut? Was hat Ursula ihr angetan? Ursula schickte sie auf eine einsame Insel, aber jetzt ist sie in Sicherheit. Sie hat mir geholfen, dich zu retten. Sie wird sich freuen, dich zu sehen. Ich muss sie sofort sehen. Wow, ich bin so ausgehungert, dass ich kaum noch laufen kann. So kann ich ihr nicht gegenübertreten, nicht nach allem. Ich muss erst wieder zu Kräften kommen. Kein Problem. Ich bereite dir auf die Schnelle ein Gericht zu, das einem Prinzen würdig ist. Was hältst du von Gazpacho, Gemüseeintopf und einem frischen Beerensalat. Das klingt unglaublich lecker. Danke. Und wer macht mir was zu essen? Toll, jetzt kriegen wir drei Rezepte und wahrscheinlich haben wir alles schon. Bis bald. Gazpacho haben wir auf jeden Fall schon. Das ist nichts Neues. Gemüseeintopf. Haben wir bestimmt auch schon. Ah, ne. Den Gemüseeintopf hatten wir noch nicht.
Nice, aber wir haben jetzt alle Charaktere. Den Bärensalat hatten wir auch noch nicht. Nice. Aber jetzt darf ich für das kleine Prinzchen kochen. Muss ich hier, da jetzt noch einmal zurück. Denn wir brauchen ja immer noch Ursula. Ursula? Ich wollte gerade sagen. Hallo. Ah, Idalia, was führt dich her, Fischlein? Braucht deine Hilfe mit einem Zauber. Faszinierend, natürlich weißt du das. Dass du nichts umsonst bekommst. Du musst etwas im Gegenzug anbieten. Das ist keine große Sache. Ariel und ich, wir brauchen nur. Nein. Pfui, sprich den Namen dieses kleinen albernen Dummchens nicht in meiner Gegenwart aus. Ich bin es leid, ihren roten Haarschopf zu sehen und diesen blökenden Sirenenstimmen im Dorf zu hören. Die Steinplatte, die Runen leuchten. Du hast sie mit schäumender Wut gefüllt. Wütend? Ich mach dich nicht lächerlich. Moment mal, warum habe ich das Gefühl, dass du mich gerade ausgetrickst hast? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was ist los? Das wirst du bereuen. Das verspreche ich dir. Ja. Sind wir uns einig? Sind wir. Ja. Mutter Gothel ist drin. Ja, wahrscheinlich gerade zur Sekunde wieder rausgegangen. Ne, keine Ahnung, wo die ist. Okay, weg. Der einfach weg. Da ist er. Aufgaben. Wo du die Steinplätze in der mystischen Grotte platzieren kannst. Jetzt wäre erstmal interessant zu wissen, welche mystische Grotte. Die mystische Grotte oder die andere mystische Grotte? Ich gucke einfach. Hier. War sogar richtig, die richtige Grotte. Das war die richtige Grotte. Ich musste einfach Sie haben sich so viel Mühe gegeben, um einen kleinen Kristall wie diesen zu verstecken. Weißt du, das ist komisch. Er sieht genauso aus wie die Kristalle auf einigen der Artefakten, die ich auf der einsamen Insel gefunden habe. All dieses Zeug muss von den Leuten stammen, die hier vor langer Zeit gelebt haben. Vor der Zeit des vergessenen Tals. Vor der Zeit des Vergessens, als hier noch als keiner von uns im Tal war. Ich bin so froh, dass wir das gemeinsam herausgefunden haben. Kann unser kleines Geheimnis sein. Okay. Ich
Ich habe gerade das Gleiche über dich gedacht. Ich möchte, dass du das hier bekommst, um dir für alles zu danken. Ich weiß einfach, dass du darin umwerfend aussehen wirst, wenn wir zu unserem nächsten Abenteuer aufbrechen. Yay! Meine Güte, sieh dir die Runen auf deinen Artefakten an, die ich von der einsamen Insel mitgebracht habe. Sie fangen an zu leuchten. Hast du in deinem ganzen Leben jemals so etwas Wundervolles gesehen? Sehr schön. Jo. Dann mache ich aber eine ganz kurze Pipi-Pause.